Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Birgit. So, heute habe ich mal ein ganz spezielles Thema, Borreliose. So, unsere ersten Zecken sind schon da und die Panik bricht wieder aus. Viele nehmen die chemische Keule. Da schaut euch bitte mal lieber mein anderes Video an, weil ich der Meinung bin, diese Nebenwirkungen von der chemischen Keule sind viel, viel schlimmer, wie jetzt zum Beispiel die Borreliose. Man muss das so verstehen, diese Bakterien, diese Borreliose-Bakterien, sitzen ja bei der Zecke im Enddarm. So, und in dem Moment, wo die Zecke einen Wirt beißt, durchdringen die Bakterien die Darmzellwand und gelangen mit dem Speichel in den Organismus. Das braucht natürlich seine Zeit. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Wildtiere haben keine Probleme mit Borreliose, weil sie anscheinend genetisch dagegen resistent sind. Man weiß das auch, dass bei Katzen so gut wie keine Borreliose vorkommt, weil sie auch gewisse Resistenzen haben. Bei unseren ganzen Hunden liegt die Quote vom Borreliose-Befall bei 0,1%. Da nämlich nur 5 bis 35% aller Zecken Borreliose-Überträger sind. Es gibt auch keinen Borreliose-Test. Weil, man muss es so sehen, viele gehen zum Tierarzt, der Tierarzt nimmt Blut ab, schickt das Blut ein und sagt, Borreliose positiv. Also wir müssen Antibiotika geben. Aha. Was sagt der Test aus? Der Test sagt aus, dass hier Antikörper sind. Mehr nicht. Das heißt nicht, dass mein Hund die Erreger noch im Körper hat. Weil in dem Moment, wo ein fremder Erreger in einem Organismus eindringt, bildet der Körper ja automatisch Antikörperfresszellen, so dass er bei einem wiederholten Befall schneller reagieren kann. Der Test sagt nur aus, ja, wir haben Antikörper, mehr nicht. Dann sagen aber auch manche Leute, ja, der hat ja die typischen Symptome gehabt. Er war apathisch, er hat gelahmt, dem ging es so schlecht. Dann hat er Antibiotikum bekommen und weg war es. Ja, diese ganzen Symptome können auch von anderen Erkrankungen herkommen. Und dadurch, dass der Hund Antibiotika bekommen hat, haben wir damit auch diese Erkrankung dann behandelt. Also habt nicht so eine riesen Angst davor, weil bis diese Bakterien durch den Speichel in den Organismus von eurem Hund kommen, gibt es unterschiedliche Aussagen. Der Mittelwert liegt zwischen 12 und 48 Stunden. So, das heißt, wenn ihr von draußen reinkommt, dann sucht ihr einfach euren Hund ab. Und es gibt gute pflanzliche Alternativen, die nicht die Nebenwirkungen haben wie die chemische Keule. Und selbst wenn auch mal ein Borreliose-Schub da sein sollte, es gibt zum Beispiel Kardamwurzelextrakt, der leitet sogar auch die Erreger aus. Wichtig ist aber auch immer, dass meine Haut ein gestärktes Immunsystem hat. Und da fängt ja die Krux an. Wo das Immunsystem der Haut geschwächt ist, das lieben die Zecken. Deswegen gibt es Hunde, die sind regelrechte Zeckenmagnete. Und manche, die laufen durch die Gegend und haben vielleicht 2 oder 3 Zecken im Jahr. Also ich habe bei meinem Hunden auch nie die Probleme gehabt. In der Saison waren es auch mal 2 oder 3. Also nicht in Panik verfallen. Klar, wenn man so eine Zecke dann auf dem Sofa liegen hat, fühlt man sich selber unwohl. Aber trotzdem pumpt doch euer Tier nicht voll mit Chemie.
Die hat doch viel mehr Nebenwirkungen. Was nützt euch denn nachher ein Hund, der Epileptiker ist, der einen Nierenschaden hat, der einen Leberschaden hat? Und nur weil man prophylaktisch irgendeine chemische Keule gegeben hat. Also wägt einfach mal ab. Wo ist das Risiko denn viel niedriger, viel kleiner? Wir pumpen uns ja auch nicht voll Chemie. Und dann sollten wir uns ja auch mal Gedanken machen, wenn da auf dem Beipackzettel steht, oh, bitte ziehen Sie einen Handschuh an, aber bitte den Hund die nächsten Stunden nicht streicheln. Manche tragen ja auch nur was auf die Haut auf. Ja klar, die Haut ist unser größtes Organ. Und dann geht es ja in den Organismus rein. Macht euch doch mal Gedanken. Manche nehmen Bernstein, okay, da habe ich auch ein Video gefunden, wo die Zecken sich überhaupt nicht dran gestört haben, gibt es ein ganz tolles Video. Ich habe da so einen kleinen Ausschnitt rausgenommen, damit man sieht, wie Zecken auch auf Bernstein laufen. Vielleicht, Glaube versetzt ja Berge, hat euer Hund auch ohne Bernstein-Halsband, EM-Halsband weniger Zecken, weil aus irgendeinem Grund er ein starkes Immunsystem hat. Und ein Immunsystem entsteht im Darm. Schaut euch mein Video an. Damit mein Darm gesund ist, muss ich mich vernünftig ernähren. Für meinen Hund vernünftig ernähren und nicht Industriefutter nehmen. Schaut euch mal das Video an. Also bleibt ganz cool, keine Panik. Lasst die chemische Keule weg. Wir wollen gesunde Tiere und keine kranken Tiere, die dann immer beim Tierarzt sitzen und viel Geld kosten. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss. Eure Birgit.